Oswalds Haus. Tag 5. Der womöglich letzte Tag. Also zumindest ist in den FNAF-Spielen immer so Tag 5. Night 5. 5 Nights. Steht ihr, was ich meine? Außerdem unsere Mission. Bällebad. Also. Können wir einfach entkommen? Es ist auf einmal heller geworden hier. Habe ich zumindest das Gefühl. Außerdem ist unsere Lautstärkeleiste komplett verschwunden. Unsere Eltern auch. Vor allem unsere Mutter. Aber auch Spring Borny, unser falscher Vater. Seltsam. Naja, ist ja nicht schlimm. Ich schätze, wir skippen School, aber ich will trotzdem mal gucken, was passiert, wenn man hier überall hingeht. Weil irgendwas muss doch passieren. Oder? Also, wir müssen jetzt unseren Vater retten. Das ist das Ziel für den heutigen Tag. Geschlossen. Ich bin mir sowieso nicht sicher, ob ich mich hier nochmal blicken lassen will. Die Schule ist geschlossen? Warum ist die Schule geschlossen? Aber die Bibliothek doch nicht, oder? Ist sie immer noch geschlossen? Du steckst zu tief drin, Kleiner. Ja, ich schätze, das tue ich. Man kann nicht ins... Ich verstehe es nicht. Es gibt eine Map für die Library. Hier, die Library. Aber man kann da nicht rein. Man kann auch... Also, soweit ich weiß, kommt man noch nie in die Library rein. Sehr, sehr seltsam, wenn ihr mich fragt. Ich will mich trotzdem noch ein bisschen umschauen. Es gibt keinen Ausweg. Oh, habt ihr gesehen? Im Hintergrund hat man diesen Mund gesehen von Spring Bonnie. Was zur Hölle? Hier ist nichts, gar nichts mehr. Aber hey, wir haben das Werk mal am Tag gesehen, immerhin. Jeff's Pizzeria. Streichle, Jinx. Es gibt keinen Ausweg. Du wirst alleine sterben. Streichle die Katze. Ah, okay. Wenn ich da reingehe, bin ich mir nicht sicher, ob ich wieder rauskomme. Aber ich denke, ich bin so bereit wie noch nie zuvor. Ja. Jetzt. Oder nie. Hier bei Fanny Fazbear's Pizzeria ermutigen wir sie sehr, mit unserem Animatronic zu interagieren. Yippie! Geht zum Bällebad. Alrighty then! Hallo? Boah, die Atmosphäre wird richtig aufgebaut mit den langen Ladezeiten, Mann. Jeff ist nicht da, aber... Ein Mensch! Hallo? Kann man mit dir reden? Nein? Du willst nicht interagieren? Okay, wir ignorieren den einzigen Typen in dieser Pizzeria. Nicht mal Jeff ist hier. Okay. Na gut. Bist du auch nicht da? Nein, kein Laufen mehr. Komm, geh. Okay. Was? Warum ist es abgeschlossen? Von all den Zeiten, in denen Jeff die Tür tatsächlich abschließt. Ich beeile mich besser und finde ihn. Suche Jeff. Was zur Hölle? Employees only vielleicht? Wo könnte sich Jeff jetzt aufhalten? Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Nö, hier ist nichts. Ich hab ne Idee, wo er ist. Hä? Ein Würfel? Cool. Ich glaube, er ist im Sicherheitsraum, wenn ihr mich fragt. Vielleicht geht es jetzt auf magische Weise auf einmal auf. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe einfach das Gefühl. Er spielt solitär, geil. Oh Mann, das haben die bei mir auch immer gemacht. Dass die Chefs immer solitär gespielt haben. Was machst du da, Jeff? Na, was sieht's denn aus, Junge? Arbeit. Was stimmst du denn? Soll man mit Ruhe rein? Ich muss in das Bälle. Ich meine, ich habe neulich meine Jacke in dem Raum mit dem Bällebad vergessen. Kannst du mich bitte da reinlassen? Ha, na, du versuch, Junge. Du trägst dieselbe Jacke, die du anhattest, als du rein bist. Nein, tue ich nicht. Das ist meine Ersatzjacke. Der andere hat mein Portemonnaie. Genau, ich brauch's, um Pizza zu kaufen. Oh, klar, das ist sehr wichtig. Hier, nimm den Schlüssel, aber gerne nicht wieder im Bällebad spielen. Ich verspreche, ich komme gleich wieder raus. Sobald ich fertig bin, möchte ich dieses Ding ohnehin nie wiedersehen. So eklig, hä? Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, Jeff. Aber mir ist auch jetzt erst aufgefallen, dass wir immer so ein Parallel hatten. Cooler Kopf. Jedenfalls so ein Parallel hatten zwischen wie Tag 3. Du bist, nee, was war das? Auf jeden Fall Tag 3 oder Tag 4, man geht so in die Küche rein und man holt einfach nur ein Pizzastück, das war's. So, aber dann Nacht 3 oder 4, was auch immer es war,
Da musst du in die Küche und da geht die Story weiter. So, das ist. Ich finde diese Parallelen einfach voll cool. Mir fehlt leider immer noch ein von den Objekten. Ich hoffe, wir finden es noch, aber ich habe nicht mehr so das Gefühl. Ja, Bällebad, Türschlüssel. Nicht mal meine Beschreibung. Spiel denkt sich, komm, Junge, mach einfach. Weißt du? Bleib aus diesem ekligen Bällebad raus. Ich bekomme schon Bindungsentzündung, wenn ich nur daran denke. Und wenn ich es mir noch ansehe. Ja, wir werden hier. Was? Was ist der hier? Was macht der hier? Was zur Hölle? Unser falscher Dad ist hier. Und der, seit wann ist er hier? Was macht der hier? Ich kann mich nicht verstecken. Bin tot. Ich kann mich nicht verstecken. Ich muss im Bällebad. Ich muss im Bällebad. Ich muss im Bällebad. Wieso ist er hier? Why? Seit wann muss ich diesen blöden Schlüssel mit einer Aktion reindonnern? Ja, alles neu, alles klar. Und ich bin wieder in der Schule. Warum hat das Spiel in der Schule gespeichert? Keine Ahnung. Ich werde also verrückt. Bonnie bleibt meistens für sich. Schön, Bonnie. Es freut mich sehr für dich. Ist das hier vielleicht Spring Bonnie? Hat er auf uns gewartet? Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein. Okay, das ist die Route, die ich lang gehen werde. Küche. Also hier so lang, ne? Ja. Einfach kurz im Kreis drehen und dann Bällebad ganz schnell. Ich hoffe, das klappt. Am besten first try. So, danke. Geht's im Bällebad? Da ist er, der wartet auf einen. Was war das denn gerade für eine Animation? Mach auf! Mach auf! Hallo? Ist er da? Ist er da? Sind uns? Oh mein Gott, ich hatte guten Vorsprung. Okay. Er ist immer noch da! Finde Papa! Was? Wie? Oh, ich kann mich verstecken! 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 Versteck dich! Versteck dich! Nein! Finales Ziel. Wie es scheint. Okay, Map. Es gibt nur noch einen Raum, in dem Papa sein könnte. Ich muss ihn finden. Die beiden Arten von Bonnie. Und da. Ja, ein Raum, wo er sein könnte. Welches denn? Welcher Raum denn? Zwischen Eingang und Spielhalle? Oder meinst du im Sicherheitsraum? Ich glaube, ich gehe mal nach links, weil selbst wenn der Eingang falsch ist, kann ich ja direkt so hochrennen. Was auch immer. Okay, also ich muss nach links, schätze ich. Vermute ich. Ich habe keine Ahnung. Hä? Freddy! Was macht Freddy da? Okay, wir können also nicht nach rechts. Weil Freddy da ist. Versteck dich, versteck dich. Kommst du zurück? Müssen aufpassen, manchmal kann sich hier Bonnie unter den Tischen verstecken. Muss immer wachsam bleiben. Was ist das denn hier? Nichts? Rechts hat sich was bewegt. Da klingelt's. Aber Chica ist hier. Okay. Das heißt, wir sind hier richtig. Sicherheitsraum ist das Richtige. Wo Jeff vorhin war, so gesehen. Okay. Ist okay. Ist okay. Die hauen jetzt beide bestimmt ab. Der wird jetzt nach unten gehen. Sie wird nach links gehen. Und dann ist alles gut. Und dann ist alles gut. Nein. Nein. Warum?
Ich muss da rein. Ah, hat er gehört. Cool, schön, dass wir uns verstehen. Ey, das ist nicht lustig, danke. Danke. Hä, so seitlich die Tür aufgemacht? Cool, das will auch können. Okay, könnte ich theoretisch? Nein, kann ich nicht. Hallo? 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 Ja. I'm not sure if it's the same person working here. Honestly, 5 days is a long time for someone in this position. So I'm sure you are doing great. But as a tradition, if you have decided to move on to other things, just make sure that you pass on the important notes to the next person to help them settle in, like what I did for you. It sure helps a lot. Sind wir eigentlich schon Nacht 5 oder immer noch Tag 5? Jedenfalls. Wie geht's jetzt weiter? Wenn hier jemand reinkommt, sind wir tot, ne? Können wir uns nicht verstecken. Keiner da. Geht nicht. Geht nicht. Ich höre ihn. Warte, hier? Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Chica. Schon für sie. Sehen wir unseren Dad vielleicht irgendwo? Haben wir irgendwo einen Plan? Die foltern ihn! In dem geheimen Raum! Jetzt macht alles Sinn. Weh, da ist jetzt einer. Okay. Kurzen Plan überlegen. Hä? Godzilla. Geil. Kurzen Plan überlegen. Wir gehen nach links. Also, ich mach's mal vor euch in die Cam. Da lang. Dann da lang. Dann nochmal da lang. Das ist der Plan. Im Partyraum ist nämlich Dad. Hier können wir es verstecken. Ich riskiere es. Hier ist jemand. Oh, er hat uns nicht gesehen! Er hat uns nicht gesehen! Lass mich hier raus, du Hase! Hey, geht's dir gut da drin? Hey, ich wurde hier von einem seltsamen Hasen eingesperrt. Kannst du einen Weg finden, mich hier rauszuholen? Ich find schon was. Muss kurz warten. Weil ich bin nicht sicher, ob Springborn jetzt hier reinkommt. Ist er hier? Okay. Was für ein Partyraum wird mit einer Schlüsselkarte gesichert? Was zur Hölle? Hast du das auch gelesen? Kann ich mich verstecken? Geht das? Hat er mich gesehen? Ich glaube, er hat mich gesehen. Schlag die Spinnen! Oh nein! Weg! Weg! Okay, das geht! Oh, wusste ich nicht. Wo finde ich eine Schlüsselkarte? Ich muss mal gucken. Es gibt nur noch einen Raum. Ne, warte, hier. Sieht so aus, als ob die Tür mit einer Art Schlüsselkarte geöffnet wird. Was für ein Partyraum wird dermaßen gesichert? Ja, ganz toll. Aber da ist nur ein gefangenes Mädchen drin und nicht unser Dad. Jetzt auch rot eingerahmt dort. Wo finde ich die Kika? Keller. Freddy. Oder? Ich glaube, ich guck mal als nächstes im Keller nach. Oh, rechts. Rechts war Chica, glaube ich. Nicht rennen, weil wenn man rennt, dann hören die das. Oh, beide sind da. Okay, ich kann da nicht durch. Doch, ich kann da hin. Oh oh. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss ins Vent. Ja, war klar. Ich muss ins Vent. Und dann so rüber zum Keller reinwenden. Hat er mich gesehen? Ja, da.
Ein Flashlight vielleicht? Oder ist Bichl zu tot? Wie sieht's aus? Wow, ist er dumm. Du bist wirklich dumm. Du bist ein Vollidiot, Mann. Du Vollidiot, der ja. Ist mir egal. Ich sagte. Es ist mir egal. Er ist dort. Hat er mich? Vielleicht hat er mich. Da muss ich rein. Da und dann wenden. Vielleicht hat er mich nicht gesehen. Mindigame, Mindigame. Okay, ich habe eine Chance. Hab noch eine Chance. Na komm. Reicht jetzt auch mit dem Spinnen. Niemals kommt W auf. Habt ihr das schon mal gemerkt? Ist das schon mal aufgefallen? Okay, ich warte kurz, bis er abhaut. Dann wende ich. So. Boom, 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 boom. Oh, der wird doch safe, ist lebendig, oder? Oh, hell nah. Man. Lassen Sie diese am besten in Ruhe. Ich habe Angst, dass Sie zum Überleben machen. Was? Wo kamen all diese Dinger her? Hä? Sieht so aus, als ob in einem von ihm etwas reingeschopft wurde. Nein. Nein, Bro. Die Keycard. Partyraum-Schlüsselkarte. Was? Aliens. Die sind an allem schuld. Ich hab sie aber. Partyraum-Schlüsselkarte. Keine Infos mehr. Mach einfach weiter. Okay. Okay. Dann ab geht's zurück. Schön. Keiner da. Jetzt geht's richtig los, Freunde. Ich glaube, jetzt geht's wirklich richtig los. Shit, shit, shit. Mach schnell! Der ist da! Ein anderes Mädchen. Hi. Vielen Dank, ich hatte schon das Ei aus für mich. Bevor du verschwindest, ich suche meinen Papa. Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe niemanden sonst gesehen, aber ich habe komische Geräusche gehört, die durch den Lüftungsschacht kommen. Ich habe auf jeden Fall den Mann nuscheln und schnarchen gehört. Oh Mann, das muss er sein. Das hört sich genauso an wie mein Vater. Oh mein Gott. Ich denke, du solltest direkt bis zum Ausgang rennen können. Sei einfach vorsichtig. Okay, viel Glück. Ach du heilige Scheiße. Ihr wisst, was hier in diesem Raum passiert ist. Ich hoffe, Spring Bonnie kommt hier nicht rein. Da hat jetzt gar keinen Bock drauf. Okay. Ist hier sonst irgendwas, womit ich interagieren kann? Irgendwas zum Einsammeln, bevor ich es wieder vergesse? Oder wieder? Keine Ahnung, Mann. Nein. Papa! Papa, du lebst! Oh oh. Rette Papa. Ja, aber wir werden beobachtet. Nicht gut. Ich kann nicht mal abhauen. Hi. Toll. Dieser Bär ist da draußen. Macht er gleich Hum, 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 Hum oder was? Oh Mann. Okay, mach ich den Fessel ab. Papa? Hört sich so an, als wollte etwas reinkommen. Ich verstecke mich besser. Das wird nicht gut enden. Absolut nicht. Da ist er. Wo sind wir überhaupt? In welchem Raum? Das wird alles bald vorbei sein. Was? Was? Wir sind nicht mehr auf der Map markiert. Oswald. Was sind wir? Nein, hör doch auf! Wir sind hier im Secret Room von William wahrscheinlich. Nein, du bringst ihn nicht schon wieder weg! Verdammt! Das kann doch nicht wahr sein! Nicht schon wieder! Muss ich jetzt zurückgehen oder muss ich ihm hinterher? Das ist ein Teleporter hier hin. Okay.
Toll. Der Bär ist da draußen. Okay, also ich muss doch zurück. Hör ich hier wieder Geschrei? Hä? Was? Ja, Partyraum mit Dozen Vent. Wo hat er ihn hingebracht? Hä, jetzt bin ich verwirrt. Toll, der Bär ist draußen. Sonst kann ich aber nichts machen. Nichts interagieren, sonst was? Gar nichts. Hier wird auch niemand reinkommen. Vielleicht muss ich die Hupe machen, dann die wieder zurück. Andererseits gucken wir erstmal, was hier abgeht. Sind die immer noch hier? Alle? Richtung Ausgang? Was? Wieso? Okay, netter Jumpscare, Mann. Danke, Mann. Cool. Echt netto. Hobito. Okay, hier rein. Wo sind alle und was geht ab? Hä? Gutes Versteck, aber auch riskant. Tür ist verschlossen. Wieso habe ich einen Jumpscare bekommen? Diese Tür ist verschlossen. Okay. Oh, und was dann? Hier rein? Okay. Alles gut, Spiel. Alles gut. Kommen die nicht? Was? Wieso? Wieso Jumpscare? Alter, ich verstehe das irgendwie nicht so ganz, das Ganze. Ich weiß nicht, ich fand von dieser Geschichte hier nicht schlau, was ich machen muss, wo es weitergeht. Okay, wenn der Bär draußen ist, vielleicht zurück zum Keller oder zum Backstage, was auch immer. Vielleicht hat sich hier was getan. Jumpscare, cool. Danke, Spiel. Sehr, sehr nett. Was geht bei euch ab? Gar nichts. Cool. Was, wieso? Wieso? Ja, danke. Ich kann mit denen gar nichts machen. Vielleicht muss ich zum Eingang. Da war ich aber schon fünfmal. Vielleicht zum Pit? Warum gehe ich mal zum Pit? Ich bin sprachlos. Orientierungslos. Oh, da ist er! Alter! Oh! Verschwinde! Papa! Hört ihr die Bälle? Komm mit! Papa, komm schnell rein! Papa! Papa! Nein, nicht tot! Bitte sei nicht tot! Papa! Da, er lebt noch, er lebt noch! Gott sei Dank! Oswald, was? Nein! Nicht wir! Fair Trade! Was ist jetzt ein Bad Ending oder was? Bällebad Party. Ein Sternende. Was?
Ja, okay, wir haben getradet. Aber Junge, liegt es daran, dass ich das letzte Objekt nicht gesammelt habe? Ich weiß nicht, wo es ist. Sag mir bitte nicht, man kann die bestimmten Objekte alle nur in bestimmten Nächten bekommen. Das wäre richtig kacke. Ich gehe nochmal zurück und wir gucken, ob ich es finde. Ich kann das hier ruhig skippen, das kennen wir schon. Oh. Ja, das war das Bad Ending, hab schon verstanden. Ja, thanks for playing. Ich sag jetzt noch nichts, aber. Oh, ein Banger, Alter. Ah, ja. Chef's Pizza, Speisesaal, Freddy Fazbear, Speisesaal. Ah, Musik. Cool. Oh! Ein Stern, der meinen Namen trägt. Was ging jetzt ab? Nichts? Okay, fortfahren. Wo bin ich jetzt? Okay, ich guck mich um, wo das Ding ist. Okay, hat mich hier gespeichert. Gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt nachgeschaut, wo das letzte Item ist. Und man kann die Items theoretisch auch erst alle hier in dieser Nacht holen. Das ist sehr, sehr gut. Denn sonst hätte ich jetzt ein riesiges Problem. Warum auch immer da Geräusche sind, das ist, glaube ich, ein Bug bei mir, keine Ahnung. Jedenfalls. Bin ich tot. Nett. Toll, dass du genau da bist, aber ich muss auch gar nicht da lang. Ich weiß nicht, warum ich da lang bin. Ich muss da rechts lang. Hau ab, Mann. So weiß ich, dass ich hier bin. Du kannst nicht wissen, dass ich hier bin. You never come back. So sieht's aus. Jedenfalls, das letzte Dead-Item. Das 4 von 5 wohl bemerkt. Spawnt erst in dieser Nacht. Also du kannst 5 von 5 vor 4 von 5 finden. Warum auch immer. Ja, schwer versteckt ist es ein bisschen. Es ist ein bisschen böse versteckt. Da muss ich rein. Toll. Bis dich. Komm schon, die sind beide jetzt dort. Really? Really? Komm, hau ab jetzt. Chicken. Chicken the Chica. Bitte sag mir, dass Spring Bonnie nicht mehr in diesem Raum verweilt, sonst habe ich ein Problem. So, das Item ist hier unten. Es war auch nur in dieser Nacht. Kann man kaum sehen. Hey, Papas Namensschild von der Arbeit ist hier drin. Gib mir 5. Alle Hinweise zu Papa gefunden. Schauen wir uns das Namensschild doch mal an. Hello, my name is Dad. Papas Namensschild von der Arbeit. Er war so aufgebracht, seinen Job im Werk zu verlieren. Es war nicht seine Schuld, aber das hielt ihn nicht davon ab, Mama zu sagen, wie beschämt er sich fühlt. Objekt 4 von 5. 4 von 5, obwohl es das letzte ist. Papa sah so traurig aus, als er mir sagte, dass er seinen Job im Werk verloren hat. Ich habe nicht verstanden, warum er mir immer wieder sagte, es tut mir leid. Ich habe nie gedacht, dass es seine Schuld war. Papa hat immer so hart gearbeitet. Ich bin froh, dass er mein Papa ist. Und ich habe sogar, während ich nachgeschaut habe, gemerkt oder herausgefunden, dass es ein weiteres Item gibt. Und zwar muss man jetzt hier wieder zurückgehen. Keine Ahnung, ob das jetzt ein neues Ending ist oder so. Aber... Oh, das habe ich noch gar nicht gemacht. Warum auch immer. Jedenfalls gibt es hier jetzt ein neues Item, was hier spawnt. Ein 6 von 5 so gesehen, ja. Warum auch immer. Aber ja. Erst wenn man alle 5 Items hat und dann hier hingeht. So wie jetzt gerade. So. Da auf dem Boden, direkt unter mir. Was ist das? Ein Foto? Sieht aus, als wäre es ziemlich zerkratzt. Seltsames Foto. Wer sind sie? Was ist das? Ja, gute Frage. Ich finde super. Beide auf einmal. Ja, super. Seltsames Foto. Ein seltsames Foto von zwei Männern in einem merkwürdigen Büro. Ist das irgendwie bei Freddy's? Anschauen kann ich es mir auch nicht. Gruselig. Okay, ich mache kurz das Ending zu Ende. Und dann sehen wir mal, wie das Ending ist. So, jetzt haben wir gesehen, unser Dad wurde verschleppt. Rette Papa. Das ist die neue letzte Aufgabe, so gesehen. Und ja, jetzt glitscht es auch rum. Zurück zum Bällebad. Und dann sollten wir ein besseres Ending bekommen. Also es gibt, glaube ich, 1 bis 3 Sterne, so wie bei Security Breaches war. So vom Ending-Grad her. Ich rede jetzt einfach egal. Wir müssen schon da sein. Ja, aus dem Jumpscare, toll. Und ich glaube, jetzt sollten wir besser bekommen als einen Stern. Da ist er! Komm her! Ich hab keine Angst vor dir! Dad!
Ein Foto? Verdammt! Ich kenne das Foto! Das seltsame Foto. What the hell? Verpiss dich! Bam! Oh. Er kriegt keine Luft. Er erstickt! Er ist gefallen! Er erstickt! Und es ist vorbei. Spring Bonnie ist tot. So viel zu Kernen, Alter. Papa! Papa! Na komm, hol ihn da raus! Nein, nicht tot, bitte sei nicht tot, Papa! Was zum... Was zum Teufel ist das für ein Ding? Was ist passiert, Oswald? Also, ich habe mich im Bällebad versteckt, um dir einen Streich zu spielen, was ich nicht hätte tun sollen. Du bist gekommen, um mich zu suchen und bist auf einem Ball ausgerutscht. Du musst dir beim Sturz ziemlich hart den Kopf getroffen haben. Oh, es tut mir leid, Papa. Ich wollte nicht, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Ich akzeptiere deine Entschuldigung aus. Aber sie haben recht. Sie hätten es nicht tun sollen. Was? Sie? Oder meint er mich jetzt? Ist das schlecht mit Google übersetzt oder was? Lass uns hier abhauen, Junge. Jetzt schon mal ein viel besseres Ending. Du und ich sind ganz schön mitgenommen aus. Was ist passiert? Du kannst dich an nichts erinnern? Nun, wenn man diese riesige Beule auf meinem Kopf betrachtet, nein. Oh, ich war sauer auf dich, weil du mich zu spät abgeholt hast, schon wieder. Deswegen habe ich beschlossen, mich vor dir zu verstecken, um es dir heimzuzahlen. Du bist über einen Ball gestolpert und wurdest ohnmächtig. Es tut mir leid, Papa. Ach, Oz. Also, er sagt jetzt eine Halbwahrheit, um nicht crazy zu wirken, weil wem glaubt er das? Er ist in ein Ballpit reingesprungen. Wee, bitte mal, und dann Zeit zurückgereist. Niemand glaubt ihm das. Aber schau mal unseren Arm. In dem Kampf haben wir uns ziemlich verletzt. Wir bluten. Ach, Oz. Ich bin derjenige, dem es leid tun muss. In letzter Zeit ging einiges schief. Und es liegt an mir und deiner Mama, dafür zu sorgen, dass du glücklich bist. Ich habe meinen Teil der Abmachung seit der Schließung des Werks offensichtlich nicht erfüllt. Also, ich denke, es ist an der Zeit, dass deine Mama und ich darüber reden, irgendwo zu ziehen, wo es besser ist. Für uns alle. Auch für Oma. Ich bin sicher, dass es industrietaugliche Luftpolsterfolie gibt, die genau für sie gemacht ist. Wirklich? Wirklich. Lass uns dich erstmal verarzten, Junge. Papa. Oh. Übrigens, ich glaube, ich bekomme einen Schulverweis. Was? Ja. Jeff? 2-Sterne-Ende. Es gibt noch ein 3-Sterne-Ende, oder? Ja, jedenfalls, Into the Pit. Kurzes Fazit. Ja, lass ich jetzt trotzdem nochmal laufen, warum nicht? Kurzes Fazit. Spielen ist gut. Spiel ist gut? Es ist eine Abwechslung, es ist mal was anderes. Das ist ein geiler Song hier. Jedenfalls, Spiel ist gut, es hat Spaß gemacht. Irgendwie ist es aber auf jeden Fall an manchen Stellen ziemlich komisch. Zum Beispiel Nacht 1 ist das längste Level im ganzen Game oder generell Tag 1 zusammen. Nacht 5 war am kürzesten von allen. Und es gab hier und da ein paar manche Stellen wie die Rattenfalle, wo ich mir dachte, wie hätte ich darauf kommen sollen, dass die Ratte, weiß ich nicht am Werk oder so ist oder in der Küche, sondern mitten in diesem einen komischen Gang in der Vergangenheit. Hä? Okay, bisschen komisch, manche Stellen da ein bisschen komisch. Musste ich manche Sachen nachschauen. Das mit dem Bild, das ganze am Ende, war auch sehr böse. Ansonsten, ich bin noch nicht fertig mit dem Game. Wir werden noch ein paar Sachen machen. Denn wir wollen ja alles sehen, alle Endings vor allem. Es gibt bestimmt noch mindestens ein Ending, was wir noch nicht gesehen haben. Oh, Jeff. Hä? Hoffentlich hat sich der Junge dann nicht verletzt. Alter, ist überall Blut. Nein, nein, nein. Ist das der Grund, warum es ein 2-Sterne und kein 3-Sterne? Jeff! Das wird der Grund sein. Wir hätten Jeff noch retten können? 2 Sterne, let's go! Ja, wie gesagt, geiles Game. 20 Euro ist vielleicht ein bisschen viel. 15 Euro hätten es auch getan, aber trotzdem, geiles Game. Und ich hoffe, ihr seid in der Zukunft wieder dabei. Denn in den nächsten Folgen wird ein bisschen Secret Hunting betrieben. Ah ja, und die Arcade Games muss ich auch noch alle nachholen. Mach ich auch noch. Aber hey, wir haben ein Extras-Menü freigeschaltet. Den schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, ha?
War ein gutes Game. Hat Spaß gemacht. Find's gut. Alles in allem find ich's gut. Musst du wie Spring Body gucken.